das Gefühl danach, dass man wirklich etwas erreicht hat, wenn man selber aus einer Krise rauskommt, das gibt ein unglaubliches Selbstbewusstsein oder ein ganz gutes Gefühl, dass man sagt, ja, das hat man jetzt geschafft. Mein Name ist Claudia Höss-Stückler, ich bin Geschäftsführerin in der Hirschbrauerei in Sonthofen. Mein Name ist Kilian Stöckler, ich bin der Sohn meiner Mutter und bin Braumeister bei uns in der Brauerei. Unsere Brauerei ist mitten im Allgäu. Wir sind 360 Jahre alt, so lange kann man uns zurückverfolgen. Wir sind eine Urlaubsregion, wir sind so eine Sehnsucht von vielen Leuten. Und wir probieren das auch mit unseren Bieren bzw. den Labels oder den Etiketten zu erfüllen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die sagen, Bier ist ungesund oder Bier oder Alkohol generell. Ich denke, der Pro-Kopf-Verbrauch war mal bei 150 Liter. 170. 170 Liter Pro-Kopf-Verbrauch jedes Deutschen an Bier. Jetzt sind wir bei 104 Liter und es geht nach wie vor, ist rückläufig. Das ist sicher etwas, eine Krise, mit der wir zu tun haben. Aber da muss man sich neue Märkte auftun und für uns ist das der Export. Oder man geht den Weg und macht speziellere Biere. Dass die Leute zwar weniger trinken im Volumen, aber nach wie vor Bier trinken. Also statt dem Wein vielleicht mal ein Craft Beer oder irgendwas Holz, was gereift ist, irgendwas Besonderes. Ich glaube, wir sind gerade am Anfang oder kommen gerade so in diese Phase rein, wo wir uns intensiv Gedanken darüber machen, wie geht's weiter in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sage ich mal. Bei uns im Unternehmen gab es 2 Geschäftsführer, 2 gleichberechtigte Geschäftsführer. Und im Laufe der Jahre hat sich es einfach so ergeben, dass die Zielsetzungen auseinandergegangen sind. Und ich meine heute, wenn 2 Geschäftsführer nicht hundertprozentig die gleiche Richtung haben oder das gleiche Ziel oder die gleichen Meinungen, dann funktioniert es in so einem kleinen Unternehmen nicht. Die gleichzeitige Krise war einfach eine Finanzkrise. Wir waren zu hoch verschuldet. Wir sind ja von einer großen Industriebank mehr oder weniger vor die Türe gesetzt worden und haben uns dann entschieden, in der Region, im Heimatort umzusehen, waren dann bei unserer heimischen Raiffeisenbank. Und dieser Bankdirektor kommt und sagt, so geht es nicht mit euch. Er hat es dann auch erläutert, dass er sagt, ihr müsst euch ändern, ihr müsst Dinge massiv ändern und wir helfen euch dabei. Aber ihr müsst zuerst in dem Fall bei uns war es der Schuldenstand, einfach auch runterkommen. Sonst kommt ihr auf keinen grünen Zweig. Die Krise durchzustehen, das war einfach dieser hundertprozentige Wille und die Überzeugung, das funktioniert. Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Das ist jetzt eine Krise, die schaffen wir, die bewältigen wir. Manchmal will ich einfach machen. Da will ich ihn. Dann sagt meine Mutter, aber nein, wir planen sowas. Wir planen sowas im Jahr davor. Überleg dir das vorher, dass du das im Jahr, dass wir ein Budget für dich einplanen und das machen kannst. So wie ich halt bin, habe ich das im Jahr davor nicht geplant, will es aber jetzt machen. Und das sind dann immer so Punkte, wo ich sage, jetzt komm mal, lass doch mal. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir uns schon einig, was wir wollen. Der Brauer und Weltreisende und hier die Betriebswirtin, die in Budgets denkt.